nicht, wie das alles ist. Naja. Körper und Geist ist voll leichter, da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich auch mal gespannt, weil ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Mhm. Grüße aus dem Stadt an der Ei, naja. Boah Gott, das geht ja wieder so schnell. Liebe Grüße an Richard. Sehr gut. Dittenheim, Flensburg. Boah. Recklinghausen. Junge. Also du, deine Augen sind viel schneller als meine. Ich bekomme... Ich sitze auch noch näher dran. das stimmt. Nur 15.000, schreibt einer. Genau, 15.000 Leute dürfen es schreiben. Da sagt jemand, endlich meine Lieblingskategorie. Sehr schön. Da bin ich mal gespannt. Hast du den Namen gelesen? Da bin ich mal gespannt. Nee, konnte ich nicht mehr sehen. Ob wir das ist dann doch ein bisschen zu schnell für mich. Ob wir dann die Herren oder die Dame dann im... als Gewinner haben. Bin ich mal gespannt. Grüße an Mama Judith. Hm. So, euch... Jetzt geht's wirklich schnell. Euch beide mag ich gern sehen, schreibt. Das ist doch toll. Da freut man sich. Liebe Grüße an meine Oma, schreibt Benico, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe. Leipzig. Uiuiui, ganz Deutschland wieder dabei. Bug, Bug, Bug. Ja, klar. Liebe Grüße an Simon und die Mutti. Ich weiß leider nicht, von wem die Mutti. Das ist dann so doch zu viel gewesen. Hm, ja, aber gut. So soll es sein. Der Chat füllt sich. Freut mich, dass so viele am Donnerstagabend dabei sind. Und endlich ist es soweit. Viertel nach acht, liebe Leute. Das heißt natürlich Quiz-Duell live. Mein Name ist Jan Tauer. Ich bin der Moderator für den Abend und natürlich nicht alleine. Ihr habt sie gesehen. Die bezaubernde Annika ist da und hilft hello, uns. Hallo, hallo. Körper und Geist, ist das so ein Thema, was dir auch gefällt? Ja, oder? Das ist tatsächlich eine meiner besseren Kategorien. Sehr gut. Da bin ich auch immer viel mit lateinischen Namen und ich konnte Latein, deswegen hat das immer geholfen. Das hilft einiges. Wie gesagt, heute 12 Fragen rund um das Thema Körper und Geist. Bis Frage 7 natürlich, könnt ihr den Rettungsring benutzen, das wisst ihr ja. Und weiter fleißig Freunde anladen, dann gibt es für jeden Freund, wenn wir nicht live sind, einen Rettungsring. Wir haben was Schönes geplant. Morgen ist ja nichts, morgen machen wir frei, aber Samstag, da wird... Wie geht's weiter? Samstag haben wir nämlich Karaoke-Quiz um 20:15 mit Annika. Stimmt's, habe ich recht? Du hast recht. Und ich bin gespannt, weil wir hatten letztens ein Quiz, da waren bei den Karaoke-Fragen einige... Das war schwierig, da sind richtig viele raus. Und das Wichtige ist ja, weiter fleißig mitspielen jeden Tag und Punkte sammeln für unser Wochenfinale. Ich erinnere immer wieder gern dran, 30 richtige Antworten bringen euch dahin und dann geht's um 300 Euro plus Rettungsring für jeden, der mitspielt. Und sonntags immer um 8:45. Apropos Rettungsringe, Preispott haben wir natürlich auch. Und zwar sind das 500 Rettungsringe und 10.000 und 700 Leute schon im Chat. Da legen wir los mit der ersten Frage und da gucken wir uns vorher ein Bild an. Sieht jemand, du siehst aus wie Zlatan. Na, fast. Frage hierzu. Welches Organ war hier zu sehen? Das Herz, der Dickdarm, das Gehirn oder die Leber? Und ihr sagt ja immer, ja, ist zu leicht, ist, aber Körper und Geist, wenn man das nicht weiß, dann ist man, glaube ich, heute beim falschen Quiz. Ne? Man sagt mir immer, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Ne? Und wenn man gut denkt, dann ist das Gehirn in Action. Das haben wir gerade gesehen. Gehirn stimmt. 13.000 und 660 Leute wussten es. Sehr gut. Sehr, gute sehr gut. Arbeit. Wow. Das freut mich. Und bei der nächsten Frage gibt es nur zwei Antwortmöglichkeiten. Und da möchte ich von euch Folgendes wissen. Genau. Der Mensch hat 5 Sinne. Sehen, riechen, schmecken, hören und reden oder tasten. Auch jetzt noch nicht zu schwierig, aber keine Sorge, wir ziehen das Tempo noch ein bisschen an. Ja, das wird noch. Es gibt ja den Film The Sixth Sense. Was ist denn da der 6. Sinn bei dem Film überhaupt? Ich weiß nicht, hast du den geguckt? Nee, weiß ich nicht. Ich hab den nicht. Ist aber ein Blues Film. Das ist natürlich schwierig. Aber den 5. Sinn, den wir suchen, ist natürlich Tastsinn. Tasten ist richtig. Einige haben an Reden gedacht, das ist kein Sinn. Kochen, schreibt jemand, das ist, glaube ich, kein Sinn. Tote sehen. Ja, danke dafür. Das ist der 6. Sinn. Genau. So sieht's aus. Nächste Frage, Frage 3, möchte ich von euch das hier wissen. Wogegen helfen Antihistaminika? Gegen Fieber, gegen Allergie, Säurerückfluss oder gegen Gelenkschmerzen? Übersinnlich bei Sixth Sense, sagen hier alle. Sechste Sinn. Da hat einer geschrieben, der 6. Sinn ist Jan Tauer. Na, ja. Fast. Annika, Antihistaminika, ist das was du brauchst? Nee, ich benutze die tatsächlich nie. Lucky me. Aber du schon? Ja, vor allem, wenn der Frühling beginnt, brauche ich halt Allergietabletten bei der Pollensaison. Und das ist 11.580. Ganz schön viele verloren. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber Freunde. Auch an alle, ne? Irgendwie so. Ja, so ein bisschen durcheinander. Aber kein Problem. Ihr könnt den Rettungsring noch benutzen. Weiter geht's bei der Frage 4. Und da möchte ich
dies hier wissen. Menschen, die an Skorbut leiden, fehlt ein Vitamin. Welches? Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C oder Vitamin D? Gehen wir hier mal das Alphabet durch. Wollte ich gerade sagen. Das veraltert, nennt man es auch Schabock oder Mundfäule. Und dem Menschen mangelt es leider an dem Vitamin C. Wow, wir verlieren hier richtig viel in den ersten Fragen schon. Warte mal. Ich habe hier doch den Pfosten raus. Vitamin D braucht man ja jetzt, wo es ein bisschen dunkler wird. Da braucht man das Vitamin D für aber die. Aber Skorbut braucht man C. Vitamin C. Frage Nummer 5. Viel Glück, konzentriert euch. Welches Organ heißt auch Pankreas? Bauchspeicheldrüse, Leber, Gebärmutter oder Dünndarm? Und da hilft es den Leuten, die so ein bisschen altgriechisch können, weil es kommt aus den Worten Pan und Kreas, also alles und Fleisch. Und dann wüsstest du, was das wäre? Nee. Ist aber ein quer im Oberbauch, hinter dem Magen liegende Drüsenorgan. Das ist die Bauchspeicheldrüse. Ach, da oben. Da sind wir wieder gut. Da sind wir zurück. 1320 haben wir übrigens den Rettungsring benutzt. Clever, clever, clever. So muss das. Frage Nummer 6. Und da wollen wir von euch Folgendes wissen. Was ist das schwerste Organ des Körpers? Gehirn, Haut, Magen oder die Lunge? Frag gerade einer. Da fragt, welcher die Drohne gewonnen hat. Ich glaube, das war 605. 605 hat die Drohne damals gewonnen, bei letzte Woche. Das Organ, was wir suchen. Wahnsinn, du hast ja gesagt, wie viel Kilogramm? Das wiegt durchschnittlich 9 Kilogramm. Wow. Also richtig viel. Wow. Und das ist auch unser größtes Organ. Größtes und schwerstes, wirklich. Und man denkt manchmal wirklich nicht dran. Man vergisst das schnell. Es ist die Haut. Oh doch, euch können wir nicht hinters Licht führen. 8086 Leute und ihr geht mit uns in die letzte Frage, wo ihr euren Rettungsring benutzen könnt. Und da gibt es von mir eine Aussage. Und dann möchte ich wissen, ob das richtig oder falsch ist. Und da hört man genau zu. Arterien sind die Blutgefäße, die das Blut vom Herzen zum Körper transportieren. Ist das richtig oder ist das falsch? Jetzt muss man überlegen. Es gibt ja zwei Richtungen. Bei jedem Herzschlag pumpt das Blut in den Gefäßen, Blut durch den Körper. Und Blutgefäße, die vom Herzen wegführen, heißen Arterien. Und deshalb ist das auch richtig. 5950 Leute wussten das. Vom Herzen zurück zum Herzen, das nennt man Venen. Nur, dass ihr es auch wisst. Vor der Frage Nummer 8 möchte ich, dass ihr euch das Bild hier anguckt. Wie heißt das Organ, das auf dem Bild markiert war? Nebenniere, Milz, Zwölffingerdarm oder Verdauungstrakt? Liebe Grüße an Roswitha. Haben wir hiermit getan. Und das, was wir suchen, ist ein in den Blutkreislauf eingeschaltetes Organ des lymphatischen Systems. Und es liegt in der Bauchhöhle in der Nähe des Magens und das ist die Milz. 6376. Also scheint wirklich, dass ihr wirklich gut seid bei Körper und Geist, muss ich sagen. Bin ich mal gespannt, ob ihr da haben die Leute nicht gelogen, die das am Anfang gesagt haben. Bin ich gespannt, ob ihr die 9. Frage meistern könnt und die kommt hier. Wie viele Zähne hat ein Erwachsener, der alle Weisheitszähne hat? 30, 32, 34 oder 28? Genau, wir haben schon festgestellt, dass das bei uns beiden nicht auf beide zutrifft. Meine Weisheitszähne sind nicht mehr da. Nee, also du hast gar keine mehr. Keine Weisheitszähne mehr. Ich habe noch Zähne. Wie viel Zähne hast du noch? Ich habe noch 28 Zähne. 28 plus meine 4 Weisheitszähne sind 32. 5583 Leute wussten das. Das wussten noch wirklich viele. Sehr, sehr gut. Wow. Jetzt kommt eine Frage. Ich glaube, jetzt wird es schon sehr, sehr schwierig. Aber ich drücke euch trotzdem weiter in die Daumen. Das wisst ihr ja. Wie viele Kilometer Kapillaren und Blutgefäße hat ein Erwachsener? 50.000 Kilometer, 100.000 Kilometer, 150.000 Kilometer oder 70.000 Kilometer? Ich finde, wir können uns schon mal einig sein, egal was jetzt die richtige Antwort ist. Das ist echt lang. Und ich frage mich schon mal, wie man das gemacht hat, wie man das so ausgemessen hat eigentlich. Ne? Gibt ja diese Körperwelten, die Messe. Vielleicht hat man das darüber gemacht. Auf jeden Fall, richtige Antwort, 100.000 Kilometer. Warte. Uiuiui, da haben wir 1788 Leute, die mit uns in die letzten zwei Fragen gehen. Und die Frage Nummer 11, die kommt hier. Was bedeutet Hämaturie?
Venöse Blutung, Gehirnblutung, Blut im Urin oder arterielle Blutung? Hm. Gruß aus Mannheim, da grüße ich zurück. Da sind einige Leute nicht glücklich über die Frage davor. So ist es. Wir sind aber schon weit im Quiz. Von Hämaturie spricht man, wenn vermehrt rote Blutkörperchen vorkommen, und zwar im Urin. 1172 Leute wussten, eine Menge wissen das noch. Ja, sehr gut. Wow. Ah, ich glaube auch die 12. kriegt ihr auch hin. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Bei einer Repetition habt ihr das sicher. Ich glaube nicht, dass es heute mehr gibt. Na, wird schwierig. Letzte Frage, viel Glück. Wie nennt man eine Infektion, die im Zuge eines Aufenthalts in einem Krankenhaus geschehen ist? Perinatal, persistent oder nosokomial? Hm. Schreiben einige, das war einfach. Ja, so kann es absolut mal sein. Bitte Anna grüßen. Scheinbar habe ich hiermit gemacht. Auch aus dem Altgriechischen, Nosos für Krankheit und Komein für Pflegen, nosokomial. Stimmt also, 725 Leute haben gewonnen und gucken uns ein paar Gewinner an. Scheiße. Einen Rettungsring gehen zum Beispiel an Captain Roger G., Schmichi Michi, Nico Monon, Weibi 77, Paddy 111, Nikindia, Süße Eule 222, Muff 23.8, Quasimoni und Inki Anki 007. Herzlichen Glückwunsch und schön, dass so viele Leute heute mitgespielt haben. Denkt dran, morgen machen wir kurz Pause. Samstag Karaoke-Quiz, liebe Leute. Das wird super, super lustig. Da wird die Annika euch... Ich glaube, ich lasse das mit dem Singen. Mir wird ja schon häufig genug gesagt, dass Jan besser singt als ich. Es geht so, ne? Vielen Dank für heute. Hat super Spaß gemacht. Danke dir, Jan. Danke euch fürs Spielen. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Ja, schade, da bin ich bei der 12. Frage raus. Ich war mir da etwas unsicher, muss ich sagen. Ja, gut. Ich hab's wieder mal nicht gepackt. So ein Elend aber auch. Ich hab schon lange, lange nicht mehr gewonnen. Wahrscheinlich werde ich auch immer schlechter. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, gut. Ja, eine Rettungsring, das ist natürlich sehr überschaubar als Gewinn. Sonst hatten sie ja öfter schon mal Rettungsringe verlost. Das ist jetzt auch schon immer weniger geworden. Also langsam werden sie auch immer geiziger, man weiß es nicht. Also gut. Ja, da habe ich es mal wieder nicht geschafft, aber ich hoffe, ihr habt es geschafft. War auch gar nicht so einfach heute, war halt viel mit lateinischen Begriffen dann. Und dann würde ich sagen, bis Samstag. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram. Und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal. Deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.